Und damit herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, wie ich es ja bereits angedroht hatte, jetzt im zweiten Teil nochmal zum Nachfassen RH10, RH11-Angriffe aus unserem letzten Clankrieg und einen Ausblick auf unserem nächsten Clankrieg. Ja, ich betone das mal, aber ihr werdet das dann später sehen. Ihr seht selber, wir haben jetzt nochmal, jetzt muss ich eben mal schauen, nochmal 771 EP dazu bekommen. Ich notiere mir das übrigens immer. Ja, so, das habe ich mir jetzt mal gerade aufgeschrieben, um mal zu sehen, was in so einer dreifach XP-Phase überhaupt so zusammenkommt. Wenn man jetzt nicht so, ist klar, wenn man 50-50 spielt, kommt natürlich richtig fett was zusammen. Aber wir haben jetzt, ich glaube, 3,30er oder 2,30er und 1,25er gespielt. Da kommt nicht ganz so viel zusammen und wir haben gewonnen, 80-67. Ich hatte das ja schon angekündigt, dass wir das Ding hier nicht mehr verlieren. Wir haben sehr hoch vorgelegt, aber der Gegner hat auch gut angegriffen. Glückwunsch nochmal an den Clan aus Russland und nochmal vielen Dank für die lieben Grüße. Das fand ich wieder sehr fair. In der Clan-Beschreibung stand nämlich, dass sie uns auch viel Spaß und viel Glück wünschen. Das finde ich immer sehr sportlich und dem habe ich nochmal erwidert. Ich hoffe, Sie haben es nochmal gesehen. Also war ein schöner CK und der Clan hat auch gut angegriffen, vor allen Dingen im oberen Bereich, immer schön 2-3 Sterne teilweise gemacht und hat hier im Achterbereich, glaube ich, bei uns auch relativ viel gedreiert. Bärwolf nicht. Jetzt muss ich auch mal eben schauen, woran hat es denn eigentlich gelegen? Fast alle haben ihre Angriffe gemacht. Okay, einige nicht. Aber wir haben unsere Angriffe gemacht und ich wollte ja einen ganz besonders hier herausnehmen. Ich bin gerade so ein bisschen außer Puste, weil ich gerade hier hochgeflitzt bin und habe gedacht, machst du mal schnell die Aufnahme hier. Ich wollte hier den Garagus einmal richtig fett rausbringen, denn der Garagus ist bei uns seit langer Zeit jemand, der hier regelmäßig richtig viele Sterne ranholt. Und wir sehen ihn hier auch bei einem Queen Walk. Na, ist gar kein Queen Walk, nee. Ist diesmal ein lupenreiner Go wie Bo, hätte ich fast gesagt. Mit Hocks im Backend, ja, 6er Hocks. Ich habe es jetzt auch mittlerweile, glaube ich, begriffen. Die 6er Hocks sind richtig gut, wenn man sie richtig gut einsetzt. Und aber um nochmal auf den Gara zu sprechen zu kommen. Gara kommt ja aus der Fusion mit den vorherigen Clan, mit dem Clan Last Resort. Dort könnt ihr auch reinjoinen, wenn ihr wollt. Also da gibt es immer noch reichlich Mitglieder, es wird auch noch gekämpft. Aber aus der Truppe stammt der Garagus eigentlich und ich finde, in den letzten CKs hat der Gara hier immer gut gerissen, kann man nicht anders sagen. Und auch in diesem Clan-Krieg wieder ein Sixpack hingelegt. Ich bin so ein bisschen neidisch. Ja, ich habe zwar nicht die ganz gleichen Truppen, mir fehlen halt die 6er Hocks, aber so den Rest habe ich jetzt mittlerweile auf gleichem Niveau. Aber mir fehlen ja vielleicht nicht immer so die Ideen im RH10-Bereich. Aber der Gara, der ist hier ganz, ganz krass immer am Rasieren, ob das mit dem Golun ist oder Queenborg mit Hunden. Der lässt sich da immer irgendetwas einfallen und auch jetzt hat er hier diese Base wieder stark dominiert, finde ich. Kommt hier nochmal mit dem Heilzauber am Ende. Und ja, da sieht man, die 6er Hocks sind halt für RH10 Bases designed. Und die machen hier auch genau ihren Job. Genauso machen die hier ihren Job. Er kommt hier am Ende nochmal mit dem Babydrachen, auch sehr schön gesetzt. Und richtig schöner 3 Stern. Also Hut ab, Kollege. Ich bin immer ganz, ganz neidisch, wenn du angreifst. Und denke immer, Mann, wieso greifen die so gut an? Und ich mache hier so Laui-Angriffe mit meinem RH10. Also ich sehe das wirklich sehr, sehr gerne. Und dieses Mal, weil er es auch geschrieben hat, dass er ein Sixpack gemacht hat. Und das ist mir natürlich nicht entgangen. Deswegen habe ich gedacht, die Folge hier, die gehört dem Gara. Und wir sehen natürlich noch andere Angriffe. Aber ich denke mal, die beiden hier,
Er ist zwar hart runtergegangen, aber das ist halt unsere Taktik. Das ist ein RH10-Dorf hier. Und 8 auf 14 ist jetzt nicht so weit runtergegangen. Im zweiten AG vom Gara geht er auch gleich ein kleines Stück höher. Wenn auch nicht 8 auf 8, aber ich glaube 8 auf 8 wäre dann auch auf den 11er gewesen. Sondern wir gucken rein. Der Gara macht im zweiten Lauf den 12er. Ich glaube, da war schon ein Stern drauf. Und auch hier wählt er, hier wählt er jetzt einen Queen Walk, einen richtig schönen Queen Walk mal wieder. Traue ich mir, ja, muss ich sagen, jetzt im RH10-Bereich noch nicht so wirklich zu, weil ich nicht genau weiß, was kann eigentlich so eine 40er Queen hier so ab. Aber allein die beiden Gift hier sagen alles über die Qualität von Gara. Die sind perfekt geworfen, da geht nichts an die Queen ran. Und er muss nichts zünden, gar nichts. Kommt jetzt schön mit den ersten beiden Mauerbrechern rein. Ich hatte gedacht, er kommt dann von der Seite hier unten rein, aber nein. Ihr müsst jetzt aufpassen, aus dem Norden, nämlich von oben, kommen die restlichen Truppen. Gleich mit den Hexen und den Bowlern und dem King. Plus Riesen. Also auch da richtig schön gewählt, die Truppen hier für den 3-Stern und echt schöner Angriff. Kann man nicht anders sagen. Ich war richtig begeistert und aber ich bin auf einem guten Wege dahin. Also auch das will ich, glaube ich, nicht ganz vernachlässigen. Ich steigere mich, glaube ich, selber von CK zu CK, auch mit meinem RH10-Dorf. Ich habe heute nochmal dann als zweiten Angriff auch ein RH10 gemacht, mit nicht wirklich vielen Prozenten. Es waren so 60-65% oder so, aber es hat ganz, ganz wenig gefehlt an meinem Golalon, den ich auf dem RH10-Dorf gemacht habe. Und da war ich vielleicht nur ein bisschen hektisch mit meinen Loons am Ende, aber der Gara räumt hier richtig gut ab, vor allen Dingen die Hexen rasieren hier richtig gut, die tanken hier schön die Skelette. Queen geht nach wie vor außen rum, unbeeindruckt von allem, voll in Heilung und eigentlich kann es nur ein Zeitproblem sein, dass du bei so einer Base scheiterst hier, aber guckt euch mal an, wie viele Hexen da noch leben und was die reißen hier. Ich hatte ja schon mal gesagt, jetzt haben wir nur noch so ein bisschen punktuellen Schaden hier, nur noch einen Flächenschaden, nämlich den Magierturm. Und solange der unberührt bleibt, bleiben auch die Hexen unberührt. Solange wie die ihre Skelette machen, hast du da echt keine Chance als Verteidiger, hier was gegen zu reißen. Jetzt kommt allerdings eine Riesenbombe, aber es gibt immer noch eine Hexe, die ist jetzt auch weg. Aber jetzt reißt die Queen den Rest hier. Richtig schön hier noch den Rest im Queen Walk gemacht. Und es gibt nichts mehr, was die Queen jetzt hier noch aufhält, den Dreier zu holen. Wirklich schön an. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber man kann es ja nicht oft genug sagen, dass hier 2x3 Sterne von einem RH10 auf RH10 gemacht wurden. Und deswegen erwähne ich das einfach mal. Ja, super. Wir haben aber im oberen Bereich auch noch anders ganz gut angegriffen, auch wenn es teilweise nur 2 Sterne waren. Den haben wir gerade gesehen. Auch Hocker hat hier mal wieder auf RH10 gut gerissen. Eine starke Maxed Out RH10 Base, in die er diesmal mit Bowler Kombi. Okay, Hocker macht eigentlich die ganze Zeit Luftangriffe hier bei uns im Clan und übt und macht und ist auch, glaube ich, irgendwo stark in der Titan League. Im Moment hat er sich ein bisschen festgebissen dort. Helden gehen auch gut hoch, 35-35 schon, das sieht richtig gut aus bei ihm. Und auch er kommt hier mit den Bowlern und den Hexen rein. Die Hexen immer noch auf Level 2, also gut ab. Das klappt richtig gut hier. Elver Warden auch schon, also auch der geht immer mal ein Level hier hoch. Ich will jetzt nicht verschweigen, dass Hocker auch ab und zu mal ein bisschen was gemmt. Ja, denn es gab auch ein paar Geschenke von ihm. Vielen Dank nochmal dafür, dass du uns so reich mit 10 Juwelen beschenkt hast. Aber schöner Angriff hier. Ich hatte den in der Wiederholung gesehen. Komische Base auch. Kannst du schön durchspringen. Und Queen macht hier jetzt noch den Single Inferno. Und der Rest ist, hätte ich fast gesagt, auch nur noch Geschichte. Ihr seht hier wieder hier unten die Hexen. Ich blende euch das mal ein bisschen näher ein. Gehen richtig gut durch. Und dann hat hier so ein Max Tesla auf RH10 überhaupt keine Chance. Ja, selbst die Hexen machen ja mittlerweile gut Schaden. Zack, das war's für den Tesla hier.
Und ja, jetzt haben wir nur noch punktualen Schaden. Hier oben sind die Hexen noch mit Bowlern unterwegs, also echt starke Truppe wieder geworden. Und mittlerweile muss man sagen, finde ich das Truppenverhältnis bei Clash of Clans wieder sehr, sehr ausgewogen. Also die Hexe ist jetzt nicht so der, ist nicht der Obbringer, die kann auch richtig verkacken. Aber gut eingesetzt, hast du wenig Chancen dagegen. Da sind noch 4 Hexen am Leben. Überleg mal, wie viele Skelette die machen. Also wirklich starker Angriff hier. Super. Ja, wir gehen noch ein bisschen höher. Wir gucken mal, dass wir noch einen Dreier reinbekommen. Ja, hier vom Mojo. Mojo auch starker Angreifer. Hat auch stark ausgebessert an sein Heldentum. Hat jetzt, glaube ich, auch 1-2 CKs ausgesetzt. Aber hier jetzt in der starken Dreifach-XP-Phase sind wir alle gut am Start. Auch im nächsten CK sind wir wieder mit 30 Leuten vertreten. Nur wird der CK ein bisschen komisch. Das erzähle ich euch dann aber am Ende. Folge wird ein bisschen länger. Das dürft ihr mir nicht übel nehmen. Ich hatte ja mal gesagt, eigentlich bin ich gar nicht so ein Vielredner, aber hier in den Videos muss ich natürlich irgendwas immer ein bisschen dazu sagen. Meine Meinung, mein Empfinden und auch meine Empfehlung teilweise. Also Empfehlung habe ich hier in diesem Clan eigentlich ganz, ganz wenig, weil wir sind mittlerweile auf einem so starken Niveau hier herangewachsen, dass wir es sowohl mit 12ern Clans aufnehmen können, als auch mit aktuellen 14er Clans. Ja, wir haben also einen Level 14 Clan Gegner, während wir hier den Mojo bei einem schönen Bowler-Angriff sehen, als Gegner bekommen aus Spanien, so wie ich das gesehen habe. Aber ich gehe gleich mal drauf ein und ich glaube, ein amerikanischer YouTuber hat genau heute deswegen gerade ein Video rausgebracht. Ich denke, ich muss auch wieder eine Folge drauf machen, damit YouTube wollte ich gerade sagen, damit Supercell endlich mal aufwacht, dass das irgendwie mal ein Ende hat. Ihr könnt ihr schon denken, worauf ich hinaus will. Und ich finde es echt, ja, ich will nicht sagen, ich finde es kacke, weil wir wären nicht die Warriors, wenn wir dem nicht richtig was entgegensetzen könnten. Und das werden wir auch. Also der Clan kann sich warm anziehen, der gegen uns jetzt antreten muss. Und auch wenn sie dominant überlegen scheinen, denke ich mal, werden wir das ganz, ganz locker hier mitspielen können. Ob wir dann gewinnen oder verlieren, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber der jetzige gegnerische Clan wird schon eine richtige Nummer zu knacken sein. Jo, bei mir im Weidesland hat es gerade wieder mal ein bisschen stark durchgeleckt. Aber ich denke mal, wir haben den letzten Angriff ja bis zu Ende gesehen. Wir gucken uns hier oben noch den Mustango an. Mustango und ich, beziehungsweise Mustango hatte eine gute Idee. Die werde ich demnächst mal ein bisschen umsetzen. Da könnt ihr gespannt sein, was wir beide planen. Das wird eine ganz witzige Geschichte. Und da hat mich der Mustango eigentlich draufgebracht und ich finde das ganz gut. Ich werde das mit ihm auch umsetzen. Wie auch immer wir das machen, das werden wir schon irgendwie schaukeln. Und das wird sicherlich eine coole Sache, ob das dann in einem von mir aufgenommenen Video wird oder ob das dann vielleicht sogar im Livestream ist, weil ich hatte eigentlich gesagt, Mensch, das können wir mal im Livestream machen, das ist viel, viel geiler. Und da könnt ihr gespannt sein, was wir uns einfallen lassen haben und in Planung haben. Aber wir sehen hier erstmal einen starken Queenbock von ihm in typischer Manier. Und ich hatte auch im letzten Video schon gesagt, dass der Mustango wieder richtig gut dabei ist. Und hatte auch eine kurze Hängerphase mal, aber das lag daran. Das wissen natürlich eigentlich nur Insider. Jetzt wisst ihr es aber auch, dass wir ja auch arbeiten. Wir sind ja auch nur Menschen, müssen unser Geld verdienen. Und der Mustango hatte einfach richtig, richtig viel mal um die Ohren. Ist kaum zum Spielen gekommen und auch hat auch wenig Angriffe gemacht. Und hat das dementsprechend auch nicht wirklich in den letzten CKs mitgemacht. Ich glaube im vorherigen schon, aber davor halt 2-3 nicht. Und hat jetzt aber richtig wieder Spaß am Spiel gefunden. Klar, jetzt ist auch die Osterzeit, hat man ein paar Tage ein bisschen Luft. Hat ein bisschen Spaß. Wetter geht ja. Ist ja jetzt nicht gerade, dass es, obwohl,
Hier hat es heute Nachmittag gehagelt, kann man gar nicht glauben. Ich habe aufs Thermometer geguckt und es waren bei uns hier 13 Grad und tatsächlich kam Hagel vom Himmel. Das lag dann wahrscheinlich daran, dass es sehr, sehr weit oben in der Luft doch richtig kalt gewesen sein muss. Und aber Ostern sieht ja noch ganz gut aus. Also ganz durchwachsen. Auch wir hier als Familie werden wieder ein paar ganz nette und schicke Sachen machen. Wer mein neues Profilbild auf Facebook gesehen hat, der wird sehen, dass wir Spaß haben, wir drei. Und ich muss das ein bisschen belächeln, weil wir hatten wirklich Spaß an dem Nachmittag. Und da könnt ihr auch mal Donna und den Alex sehen, denn die beiden waren mit mir mit, beziehungsweise wir waren zusammen unterwegs. Und haben uns einen schönen Tag gemacht, werden Ostern auch noch schön verbringen. Aber wir sehen hier die richtig starken 91% jetzt vom Master. Schade, da hinten die Riesenbombe. Ah, schafft die Hexe aber doch nicht, kann man mal sehen. Eine Max-Riesenbombe. Und die Hexe lebt immer noch. Sprungfalle hat sie auch noch überlebt. Also wirklich starker Angriff hier. Natürlich ärgert man sich bei so einem starken Angriff eigentlich, dass es nicht drei geworden sind. Nur jetzt geht, glaube ich, gleich denn doch die Hexe drauf. Und das war hier im Schluss jetzt leider der Tank. Aber es war, glaube ich, auch die Zeit. Aber dennoch super zwei Sterne hier vom Mustango. Entschuldigt bitte. Und dann schauen wir uns mal die Misere des nächsten Clankriegs an. Ja, erste Mal gegen einen Level 14 Clan. Das ist natürlich eine krasse Nummer. Hispania top. Und der Clan kommt aus Spanien. Ist wirklich gut. 356 CKs gewonnen. 15 Siege in Folge. Ich meine, da können wir nicht ganz mit anstinken. Wir können immerhin 4 Siege in Folge liefern. Und 237 CK-Angriffe. 13 noch. Da machen wir ein richtiges Fass auf hier. Aber es ist zwar ein War Clan Top 100 Fairplay, ja. Aber wenn wir uns das Ganze mal anschauen. Ihr kennt unsere Leute, ihr kennt unsere Bases. Ja, wir haben hier bis 6 den Hocke. Das sieht noch ganz normal aus. Jetzt gucken wir uns mal beim Gegner alles an. Ja, 6, 7, 8, 9. Das sind schon mal 9 RH11. 10, 11, 12. Und ich glaube, es waren 13 Stück. Oder habe ich mich da getäuscht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 RH11 gegen uns. Ja, was soll ich dazu sagen? Dann noch ein paar 10er und ein paar 9er. Ich habe mir alle Bases schon einmal angeschaut und sehe, ja, so wie ich das oftmals sehe, trotzdem zuversichtlich für uns, dass also der Gegner ist eine krasse Nummer. Wir haben alle viele CK-Sterne, richtig viele CK-Sterne. Und es sind alles Engineering Bases. Außer die ersten vier hier. Die ersten vier haben, soweit ich das gesehen habe, noch einen Adler. Ab Level oder ab Nummer 5 geht's los. Kein Adler. Ja, also kein Adler. Und auch, obwohl, warte mal. Da muss ich nochmal reingehen. Kein Adler. Und was sehen wir noch? Ach doch, wir sehen hier zwei Infernos. Okay, aber. Ab einer gewissen Stelle haben auch die Kollegen hier auf die Infernos verzichtet. Da muss ich mal gerade gucken. Das geht ja alles noch hier. Hier haben wir etwas kleinere Infernos, noch Level 2, kein Adler, RH 9 bis 10 Dev. Also es ist machbar. Es wird sicherlich ein dicker Brocken. Alle 10er Bases hier, alle 10er Bases haben keine Infernos, also echte Engineering Bases. Und hier im unteren Bereich haben die 9er, soweit ich es gesehen habe, jetzt muss ich nochmal reingucken. Keine X-Bogen. Wir gehen einfach mal ein kleines Stück höher. Ja, also, aber jetzt guckt euch das an, ne? 24, 30er Helden. Und dann so eine Kack-Base. Ja, ich betone, das ist so eine Scheiß-Base. Und wir werden euch ausrotten. So. Ja, fast Max-Out Heldenpärchen, aber hier so eine Def. Gar keine Frage. Ne? 220 Truppen, volle Ausbeute hier. 511 CK-Sterne, okay, das ist jetzt nicht so super viel. Aber so geht das hier weiter. Hier haben wir den ersten, der überhaupt mal ein paar X-Bogen hat. Und
so geht das hier munter weiter. Aber wir kommen ja relativ früh in den 10er-Bereich auch. Und hier haben wir aber hier... Ah ne, das ist noch einer mit X-Bogen. Alles kein Thema. Hier haben wir aber einen, der hat keine mehr. Also irgendwie ganz komisches Geklumpe. Max Helden hier dazwischen. Hier haben wir auch einen, das ist aber noch ein ganz normaler. Den werden sich unsere RH10er nehmen. Ich muss mal gerade gucken, wann wir in den RH10-Bereich kommen. Hier sind wir im RH10-Bereich. Ja, ihr seht selber, 2 X-Bogen, kein Infernos. 2 X-Bogen, kein Infernos. Also ich hätte kein 10er Infernos, aber scheinbar sind sie gute Angreifer. Wir gucken nochmal rein. Fast 1000 CK-Sterne. Das wird ein richtiger Brocken, da können wir gespannt sein. Und genau das Gegenteil zeige ich euch am Sonntagabend in einem zweiten Clash of Clans Video von mir. Gerade wo jetzt Ostern ist, habe ich gedacht, die Samstags- und Sonntagsfolgen werden doppelt, die Montagsfolge dann leider nicht mehr, weil Dienstags müssen wir wieder arbeiten und da schaffe ich auch nicht so viel Videos hier abzudrehen. Aber wenn euch diese lange Folge hier mit mir gefallen hat, mit den schönen RH11-Angriffen, mit den schönen RH10-Angriffen vor allen Dingen vom Gara, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Am Ende des Videos könnt ihr mich abonnieren und ich verbleibe euer Toto. Clasht.